Mein Name ist Adam Laux. Ich bin ungesühntes Folteropfer der Staatssicherheit, der DDR aus den Jahren 82 bis 85. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist Grundgesetz Artikel 1. Diese Würde des Menschen, was viele von uns nicht wissen, ist im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik nicht geschützt. Es gibt bis heute kein Paragraph Folter oder Anstiftung zu Folter im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik. Seit 2002, 30. Juni, hat Deutschland unterschrieben das Völkerstrafgesetzbuch und dort ist dieser Paragraph ausgeklammert worden. Was das heißt, die Folter kann als Folter in Deutschland nicht bestraft werden. Folterer und Folterknechte von damals und von heute werden lediglich zu einer Strafe wegen Körperverletzung verurteilt. Pressefotografin Michaela Elgut ist eine Mitkämpferin von mir, hat im Februar 2012 an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eine Beschwerde, eine Petition gerichtet über die Implementierung des Paragraphen Folter in das Strafgesetzbuch von Deutschland. Aus dem Vorzimmerraum der Vorsitzenden Kersten Steinke, ganz zufällig SED, wurde ihr geantwortet, beziehungsweise diese Petition wurde nicht veröffentlicht. Die Folter ist eindeutig Angriff auf Menschenwürde, nicht auf Körper, sondern auf die Menschenwürde. Denn Gustl Mollat kann ich heute sagen, ich kann es nachvollziehen, bis zu 3,5 Jahre. Das drüber möchte mit ihm nicht tauschen. Das, was ich euch sage, ist nichts Neues. Das weiß vom Bundestagspräsidenten Herrn Lammert über Petitionsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, über Petitionsausschuss des Bundestages, über Rechtsausschuss des Bundes, über gemeinsamen gemischten Ausschuss Bundestag, wissen alle. Es ist nichts Neues, was ich euch hier sagen werde. Unser Problem liegt oben. Die Frau hat gefragt, wo ist Gauck? Wenn Präsident Gauck von Menschenrechten spricht und von Aufarbeitung und sich sogar wagt, jemandem diese Aufarbeitung, die er gemacht hat, mit 70 hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi hatte sie angegangen, bin ich retraumatisiert. Ich zeige euch dieses Schild. Gauck hat gesagt am 18. März voriges Jahres, das war ein schöner Tag, als er zum 11. Bundespräsidenten gewählt wurde. Ich habe ihn hiermit draußen begrüßt und alle Wahlfrauen und alle Wahlmänner mussten auf 2 Meter an mir vorbeigehen und das zur Kenntnis nehmen. Der Einzige, der mich gefragt hat, was es damit an sich hat, war die Frau Hirsch-Helga, seine Biografin, die kam zu mir und hat mich rausgeholt, hat gefragt, was das ist. Am 18. März vorigen Jahres wusste ich nicht, warum ich hingegangen. Mich hat Gott aus Hellersdorf auf den Weg geschickt mit diesem. Ab Januar dieses Jahres weiß ich es. Weiß der ganze Bundestag, warum. Ich habe Mitte Januar meine Ermittlungsakte, da ist die Nummer, aus 92 bis 97 hat Ermittlungsverfahren gedauert. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens lautete gegen Folter, Misshandlung, Übergriffe der Ärzte,
wurde Verfahren, Ermittlungsverfahren eingeleitet und 1993 wurde von der Staatsanwaltschaft und Polizeipräsident Berlin der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für personenbezogene Daten des NFS ersucht, Augenscheinobjekte betreffend Adam Lauchs, die sich in der Gauchbehörde befinden, im Original zu überstellen. Man hat sich verbeten, eine Auskunft und man hat sich verbeten, eine Akteneinsicht zu bekommen. 7 Monate später kam ignorant nur eine Mitteilung des Sonderbeauftragten an den Polizeipräsidenten in Berlin, dass es sich unter Lauchs Unterlagen bei der Gauchbehörde keine Augenscheinobjekte oder Beweise oder Akte befindet, aus der man eine schwere Körperverletzung nachweisen kann. Hier ist der Bruch im Waldheim. Unterkieferbruch offen am 23.06.85. Darüber habe ich zu dem Zeitpunkt aber aus der Gauchbehörde zu Hause die Beweise schon. Das ist eine fernschriftliche Mitteilung der Polizei Leipzig an die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Leipzig, dass es um 16 Uhr einen Kieferbruch gibt. Hier Punkt. Dadurch ist das ganze Ermittlungsverfahren ausgebremst worden. Eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt. Paragraph 528.a. Können Sie hier lesen, das ist dieses Jahr gestellt worden und eingestellt worden wegen Verjährung. So sieht das aus. Wegen Gustl Mollat. Ich bin sehr oft in Gedanken mit ihm. Das, was der Mann durchmacht, das kann man nicht nachvollziehen. Niemand. Er ist seine Würde beraubt. Und ich bin es durch die Berliner Justiz seit 92 definitiv meine Würde und meine Ehre beraubt. Das weiß ich seit Januar dieses Jahres, kann es beweisen. Nicht ich bin das Problem. Problem ist die Aufarbeitung. Ich habe im Internet einen offenen Brief an den Präsidenten Gauck reingestellt, die ihm Unterlagen von diesem Ermittlungsverfahren zugeschickt und seine Beweise, die er nie rausgeschickt hat, und habe ihn zum Rücktritt aufgefordert. Es ist per Einschreiben in sein Präsidialamt eingegangen, es gibt keine Antwort. Warum? Ich behaupte hier, Adam Lauchs, dass im Rahmen der Zuarbeit für juristische Aufarbeitung der Verbrechen der Staatssicherheit, wozu Gauchbehörde gesetzlich verpflichtet war, dass alle Beweise, Augenscheinobjekte für mittlere und schwere Straftaten der Staatssicherheit das Gebäude der Gauchbehörde niemals verlassen haben. Beweis dafür, sie haben Statistik der Aufarbeitung, der juristischen Aufarbeitung, der 40 Jahre DDR,